weiß, dass ihr es für euch haben wollt, Cesar. Ihr wollt es immer ganz für euch alleine haben. Nein, es muss einfach noch mehr Skooma da sein. Schweigt, schweigt! Lügt mich nicht an, Cesar. Ihr habt es versteckt. Ihr versucht ständig, es von mir zu stehlen. Okay, wir haben hier auf jeden Fall schon mal Feindkontakt. Immerhin etwas. Okay, schlagen würde ich damit auf jeden Fall. Das heißt auf jeden Fall, das Schild ist offiziell ausgerüstet. Warum wir es nicht sehen? Na, bin ich überfragt. Oh, Forschungsnotizen. Eben ein Blick. Unterm Leppi, unter der Plane, auf die Blätter, ob die Forschungsnotizen offiziell auch als Buch markiert sind, weil wenn nein, habe ich irgendwie ein Problem. Okay, es sind Forschungsnotizen, oder? Ich nehme es einfach mal. Warum habe ich es genommen? Dann muss ich das erstmal in der Bücherliste finden. Ja, Forschungsnotizen, so nennen sie sich wirklich. Scheiße, ich sehe gerade mein Blatt nicht. Okay, da habe ich wieder D. E, dann ist das nächste F. Ja, da haben wir sogar H, das heißt, da ist F3. Fiebel. Forschungsnotizen, geil, wird offiziell auch noch als Buch angegeben. Super. Dann brauche ich eben Licht, bevor ich lese. Ah, komm. Ach Gott, ich komme gerade nicht ans Licht ran. Scheiße, wie mache ich's? Na, Bock. Nachgucken, ob ich da in meine geilen Bücherliste Forschungsnotizen drin habt. Na, so ein falsches PDF geöffnet. Und nochmal. Weil wenn nein, dann habe ich irgendwie gerade ein Problem. So, erstmal ganz auf die Seite am Anfang. D, D, F. Fortschritt über Schlösser knacken. Feuer des... Okay, nee. Ne, haben wir nicht drin in der Liste. Schade. Dann muss ich das echt hier über das Spiel lesen. Und ich brauche Licht. Ich hätte das Licht so oder so gebraucht. Haha, ich bin ja blöd. Na komm. Gut, jetzt brauche ich nochmal einen Stift, weil ich möchte das erstmal wieder markieren, ne? Dass ich das Buch nicht zweimal lese, als ich mir das echt zutraue. Also, die Forschungsnotizen und... Forschungsnotizen. Also, Not, Text und... Markiert. So, lege ich das Handy dahin. Das Handy war gerade meine Lichtquelle zum Markieren. Weil das Licht vom Notebook alleine reicht nicht aus. Das habe ich schon mal ausprobiert. Gerade eben. Aha. So, jetzt muss ich die Blätter wieder neu platzieren. Ach, keine Ahnung. Ich lege es einfach mal dahin. So schön neben das Mikro, ans Mikro. Das Mikro wird davon auch leicht verschoben. Die Maus zieht komischerweise gerade nach. Egal. Wenn man doch nur eines dieser zwergischen Maschinenwesen ganz gelassen hätte, damit ich es untersuchen kann. Gut, sie haben die Khajiit-Brüder mitten in der Nacht fast umgebracht, aber das heißt doch nicht, dass wir nicht vielleicht einen Weg gefunden hätten, eins davon zu deaktivieren. Wir haben ein paar Sachen vor die Röhren geschoben, aus denen sie gekrochen sind, um sie daran zu hindern, zurückzukommen. Sie sind einfach faszinierend, genauso wie Zalzumus im Band 2 von Zwerge beschrieben hat. Ihr Äußeres ähnelt in der Tat Spinnentieren. Ich hatte vermutet, seine Quelle habe da etwas fabuliert. Dass ein Sehenschein in den Bauplan dieses Apparats integriert wurde, ist bemerkenswert. Das würde den Blitzfokus erklären, von dem er schreibt. Merkwürdigerweise scheint es sich nicht um die Hauptenergiequelle des Apparats zu handeln. Vielleicht ist es eine Art harmonische Resonanz mit den Energien, die Sehenschein erhält, welche wiederum einen kleinen Kessel erhitzt. Es ist zu früh, um irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Das wirft jedoch die Frage auf, woher sie die Flüssigkeit für den Kessel nehmen. Das ist ja seltsam. Ich dachte, ich hätte eben eine Bewegung hinter der
verbarrikadierten Tür gesehen. Die Gestalt sah entfernt menschenähnlich aus. Ich frage mich, ob es sich um einen noch unbekannten Mensch-Maschinen-Krieger handelt. Ich werde meinen Beutezug hier hinlegen. Vielleicht kann ich noch einen Blick darauf erhaschen. Das ist alles so aufregend! Ja! Ach Gottchen! Läuft per Seelenstein. Die haben auch das Zwergbuchband 2, von dem die Rede war. Verbarrikadierten Tür. Also hinter der Tür angeblich. Wie tief geht's denn hier noch offiziell rein? Gut, können wir vorläufig so nicht ermessen. Dafür müssen wir hier rein. Von da sind wir gekommen. Hier sind wir dann lang. Hier mussten wir dann. Hier haben wir einen zugeschütteten Schwall gesehen, wo wir allerdings durchgucken konnten. Dann müssen wir hier rum. Gut. Wissen wir ja, wo lang es geht. Woher seid ihr gekommen? So, Test. Ich habe keine Ahnung, ob das Schild jetzt Auswirkungen hatte. Ich bin mir da jetzt erstmal nicht sicher, deswegen. Auch wenn das Schild toll ist. Und der ganze Pipapo. Ich vertraue auch eher auf ein Schild, was ich sehen kann. Weil ich vertraue doch lieber dem, was mein Auge wahrnimmt. Ich habe übrigens rausgefunden, dass Fackeln hier wirklich was bringen. Die sind wirklich eine hübsche Lichtquelle. Mag man so auf den ersten Blick gar nicht glauben, wirklich, aber. Das wird euch eine Lehre dem sein. Ist so. Okay, solange ich hier in der Zwergenmine drin bin, glaube ich, erstmal soll ich beim Streitkolben bleiben. Wegen der ganzen Spinnarbeiter. Okay, und hierdurch haben wir ja unseren Freund von gerade gesehen. Dass er die Truhe übersehen hat, finde ich cool. Gold, und hier liegt wieder Blut. Hoffen wir, dass unser Freund von gerade nicht zu weit vorgerückt ist, weil sonst hole ich ihn ja nicht mehr ein. Was? Wer ist das, Bruder? Ein weiterer Glatthäuter, der nach Essen sucht? Aber der hier war nicht zusammen mit uns gefangen. Wer ist was da? War das? Was wollt ihr machen? So, da habe ich wieder meinen Finn. Oh, ich habe Zirinas Kajit gefinisht. Ist jetzt eher unpraktisch. Okay, und da habe ich ihn gefinisht. Halleluja, obwohl er einen Haltrend genommen hat. Überlebt er nicht. Zaubertrank mit starken Ausdauer. Okay, Zaubertrank, Zwölf-Zaubertrank, Stiefel, Gürtel, Lederschirm, Wunder, Woodcut-Axe, okay. Aschehaufen, Dietrich und Gold. Der höchsten Heilung. Gut, da sind wir auf jeden Fall die Kerle schon mal los. Echt? Mehr hatten die nicht? Kleidung und Stiefel habe ich dem gelassen und dem habe ich hier auch nur noch Schochzen gelassen. Gut. Das war's. Okay, und wirklich reich waren die ja nicht mehr gerade. Ich bin gerade entsetzt, woher das war. Da kommt. Und der Krach hier finde ich gerade auch ein bisschen, finde ich persönlich gerade ein bisschen störend. Oh, 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 Moment. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, das geht so schneller. Dann mache ich das offiziell sofort so. Okay, dann muss ich das aber am besten auch noch so umschalten. Und wieder auf U, unerbittliche Macht zurück und perfekt. Ich habe gerade auch wieder das Gefühl, dass die dieses Zwergenfähre nicht wirklich beschreien können. Ah, das heißt Zwergenfähren, deswegen eventuell auch wieder Bolzen. Also von einen habe ich jetzt gerade gefunden, dem habe ich die Bolzen abgenommen.
Hier waren wir doch schon mal drin, oder? Hier waren wir schon mal drin. Ich erinnere mich an dieses absolut puppige Rätsel. Oder war das bei Lupo? Oder habe ich das hier bei Lupo gelöst? Ich erinnere mich daran, dass wir das ja als Fahrstuhl nutzen mussten, so komisch. Um dann irgendwo oben zu landen. Und da oben hat man dann eine Truhe. Das kommt mir so bekannt vor. Ich frage mich gerade, ob das Gas ist. Falscher Schrei, scheiße. Wenn das hier Gas ist, dann haben wir ein Problem, was Feuer angeht. Wer ist da? Oder hier die Funken. Na komm, Zwerge. Das wird euch eine Lehre sein. Habe ich wieder Zwergenteile? Also die Dwemer sind mir doch ein recht eigenartiges Volk. Na komm, die Tür kriege ich auf. Na geht doch. Und der Schluss kriege ich auch auf. Na geht doch. Smaragd. Okay, die Eisenstiefel brauche ich jetzt nicht. Eine Adeptentruhe. Schon ein bisschen anspruchsvoller und deswegen zerbrechen wir auch gleich einen Dietrich. So zum Demonstrieren von wegen anspruchsvoll, ne? Ja, so kommt gleich noch einen zweiten. Ich bin gerade ein bisschen müde, sage ich auch wirklich. Ich war schon von Anfang an das Part hier müde. Von einfach einer Session sogar. Hahaha. Und ich frage mich allmählich, wie lange es noch dauert, bis wir endlich überladen sind. Aber es heißt ja endlich so, je länger es sich hinzieht, umso besser geht's mir, ne? Weil dann muss ich nichts wegschmeißen. Von meinen erbeuteten Gütern. Rechts oder links? Ich bin für. Die Truhe. Ja, ich habe die Falle gesehen. Okay, die Zwergen spinnen, können wir schreien. Das wird euch eine Lehre sein. Immerhin etwas. Okay, und hier haben wir noch eine Truhe, eine Adeptentruhe. Zum Demonstrieren! Ja, ich will jetzt nicht noch Dietrich verlieren, ich habe schon genug verloren. Und nächster Zwergen-Spinnenarbeiter. Deswegen, Schild, was ich sehen kann, hat mein Vertrauen. Wenn im Schild, was ich nicht gesehen hätte, wäre das nicht gelungen, weil ich nicht wüsste, wie groß der Abstand ist. Weil ich habe bei der Bewegung irgendwie nur meinen Schreikomlohn in der Ecke gesehen und das ist schwer. Damit zu arbeiten. Versprochen. Okay. Also ich persönlich freue mich schon voll auf das Left 4 Dead Spiel. Weil das war auch mein Vorschlag. Ich habe auch sonst für 3 der 4 das Spiel geholt. Drachen hat es schon. Ja, gute. Ja, also freue mich wirklich auf das Spielen, weil das ist einfach, soweit ich weiß, der Hammer. Ich habe auch schon mit Drachen eine Testaufnahme gemacht, ob das mit. Na gut, Aufnahme noch nicht, ich habe Skype dazu nicht laufen lassen. Fraps, Skype schon. Einfach nur um nachzugucken, ob die Lautstärke vom Spiel und der Skype-Lautstärke in Ordnung ist. Also zumindest für ihn wäre es in Ordnung, so wir lagen eher nicht richtige Lautstärke angestellt haben. Und er jetzt auch nicht nochmal rumspielt, weil. Und auch nachgeguckt, ob das Spiel leckt oder rumspackt. Den nächsten Test, den ich machen werde, ist, ob das Spiel, so wie es jetzt eingestellt ist, auch mit Fraps läuft. Denn ich glaube nicht, dass Fraps das an der Lautstärke regeln wird. Dass ich da neue freundliche Lautstärke hantieren muss. Ne, obwohl ich muss die Computerlautstärke runterdrehen ein bisschen, damit, das Skype-Telefonat nicht übertönt. Waren wir unten schon? Ich glaube schon. Ja, ich glaube, wir waren definitiv. Müssen wir, ja. Da würde ich mich komisch fühlen. Ja, da unten müssen wir sein.
gewesen sein. Okay, haben wir das Animo, klar, bla 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 bla, Ding ins Kirchenzeit, ne? Und hier drin haben wir dann gleich Falmer, das weiß ich noch. Oder ne, das jetzt kommt erst der Raum? Okay, dann kommt erst der Raum. Mit den ersten Falmer-Beweis hier. Wir werden auf Falmer treffen. Also an alle Freunde der Falmer, hier werden wir gleich wieder welche haben. Ja, und wie wir hier gleich auf Falmer stoßen werden. Also heute noch. Also innerhalb dieser Dungeon definitiv auf Falmer stoßen. Ob es noch in dieser Session ist oder in diesem Part, weiß ich nicht. Kann ich auch nicht behaupten. Ich werde es auch nicht versuchen, mir hier eine Meinung zu äußern. Komm, hast du wieder zu. Ja, guter Freund. Also ich glaube, wir werden gerade richtig zugespammt an Zwergenbolzen. Wer ist da? Ich doch, dass ich etwas gehört habe. Komm, stirb. Das hätten wir geschafft. Also hier immer noch einen Schlag nachhaue, finde ich lustig. Da haben wir auch hier wieder die Haustiere der Falmer, also wie definitiv, das ist ein Falmer-Gebiet. Je näher wir kommen, desto mehr glaube ich das sogar. Du blödes Ding, Serena, du echt blödes Ding. Vielleicht das einfachste Rätsel im Falmer, ne? Jetzt mal ernsthaft, das kommt mir so bekannt vor. Wer ist da? Das hätten wir geschafft. Kommt mir echt so bekannt vor, so absolut bekannt, als ob sogar Let's Play bekannt, weil ich weiß, dass ich das ja auch noch kommentiert habe. Ja Gott. Also ich habe wirklich das Gefühl, hier waren wir schon mal. Sogar ich, dass ich sogar kommentiert habe. Von wegen Aussehen da unten, den Texten. Das hätten wir geschafft. Es kann nicht so weit her sein. Echt nicht, wie ich mir auch geflucht habe, weil ich da hinten versucht habe, im Bogen aufzuräumen. Hier haben wir die Lehrlings. Das. Hier war ich doch. Nee, ernsthaft. Déjà-vu-Erlebnis sondergleichen. Wenn ich mich nicht vertue, wird der Fahrzeug vielleicht so heißen. Ich habe keine Ahnung, wie ich render. Ich habe nie eine Ahnung, wie ich vorher render. Also im Voraus weiß man nicht, wie man die Parts rendert. Und wenn ich es hinkriege. Dann wird der Part vielleicht Déjà-vu heißen. Vielleicht ist es auch so blöd, dass sich das der ganze hier in einem Cut befindet und. Ne. Ein Zwergenschild 51. Und der Orkschild hat 56, ne? Aber egal, nehme ich trotzdem mit. Ja Gott! Wer ist da? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Das hätten wir geschafft. So, was ist hier in das Geist? Dietrich? Ja, okay, hat doch nichts für uns gehabt. Wer ist da? Euch ist gut zum Mädchen ganz umsonst erschlagen. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Da haben wir den Farmer, von dem ich vorhin geredet habe. Also, na, ich behalte recht. Und es freut mich ja. Weil ich belüge euch ungerne. Okay, aber Déjà-vu, sondergleichen, ne, ernsthaft. Ja, danke, Serena. Wer ist da? Daran erkennen wir übrigens auch, dass die Falmer sich nicht mit den Zwergen verstehen. Ah, ne, ich hast ihn hier geschmissen. Ich bin nämlich gerade sowas von auf Pfeiljagd, weil ich das bei mir gerade doch ein bisschen knapp hält. Kann ich auch versuchen, so zu töten? Oh, Skiver! Hab ich echt drüber geschrien? Gut zu wissen. Wer ist da?
Oh, Zwergenspinne. Wusste ich doch. Da seid ihr ja. Ist jetzt ein einfacher Fall, mal wie man scheint, deswegen. Sollte eigentlich schneller umkippen, dachte ich. Nein, nein, nicht runterfallen. Ah, danke. Wieder doch trotzdem keine Pfeile, so wie ich angenommen habe anfangs. So, gut, dass du so schön langsam umkippst. Das macht es mir einfacher, dich auszurauben. Geil, und mein Spiel schon wieder verbuggt. Simina sieht mich gerade als Feind an und das ist nicht richtig. Geil, es gibt hier sogar keine Tür. Ah, hätte ich das vorher gewusst? Gott, ich hasse das Spiel manchmal. Also eigentlich ist das Spiel dauerhaft richtig geil zu spielen und macht auch Spaß, aber manchmal diese verbuggten Momente, ne Kumpel? Fuck, habe ich mich beinahe selbst lang gelegt. Ich weiß noch, wie ich damals hier war mit Lydia. Ich weiß sogar, dass mit Serena hier war. Weil privat habe ich das hier mit Lydia gemacht. Das war eine geile Zeit, ne? Wer ist da? Hat auch Fun gemacht. Also hier mit Lydia ist durchzuwaschen, das macht Spaß. Na gut, ja, ich bin durchgewaschen, ne? Ja, komm und stirb. Ja, guck mal, ich habe wieder nicht aufgerüstet. Das hätte ich nicht gedacht, dass das noch irgendwann mal so schnell passiert. Nein! Ich möchte doch nicht Alchemie machen, noch nicht jetzt. Mein Gott. Gut, ich glaube, ich nehme bis. Ich glaube, ich versuche drei Parts genau zu treffen, also bis kurz nach 11 nehme ich auf. Und dann versuche ich auch die Scheiße direkt zu rendern. Dann kann ich mich nämlich demnächst auch wirklich ein bisschen um mein Privatzeug kümmern. Ah, 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 ah. Ich glaube, rein aus diesem Grund von wegen hier könnte Feuer liegen. Ihr habt sofort auch immer Feuer mit. Wer ist da? Okay, fall mal! So entsorge ich ein riesiges Gegnerproblem. Wie wir sehen. Sehen wir sogar, es kann funktionieren. Wenn man es richtig macht. Ich habe gerade irgendwie nicht gerade das Gefühl, dass ich es richtig gemacht habe. Aber wir haben hier jetzt ein helles, lichterloses Feuer. Gut, ich habe auch mein Zeug aufgenommen. Habe ich gerade Schaden genommen hier im Feuer oder nicht? Na gut, ich nehme noch Schaden im Feuer. Ich war mir da gerade nicht sicher, weil ich habe vorhin irgendwie nicht aufschreien gehört oder so. Das hat mich gewundert. Weil Modes habe ich auch keine aktiv, die irgendwie unsterblich machen und Cheats. Falsche Taste. Auch nicht, also. Das Spiel macht mich gerade irgendwie ein bisschen bekloppt, ne? Aber ich glaube, das hat jedes Spiel irgendwann mal, so seine komische Phase. Schön, dass ich das jetzt mal auf Band habe.
Ist ja auch höchst interessant. Ich mache eine Truhe auf, aber sie geht nicht auf. Gut. Naja, Chromdombaren. Warum habe ich jetzt auf einmal so viele Chromdombaren? Und wieder zwei Eisenbarren? Ich trage auch wirklich Schwarz manchmal mit mir rum. Ja, ich guck mal wieder in Stellen für mich privat durch, was weggeschmissen werden kann. Ich persönlich. Ah, doch kein Bruchstein. Ich dachte gerade, ich hätte Bruchstein. Na, guck mal, das ist auch vom neuen, Da, guck mal, das hier ist vom neuen. Das ist sogar mit neuem Design. The random option is enabled by default. Okay. Random first person. Ja, okay. Das ist gut, das ist doch alles in Ordnung. Okay, ich bin gerade recht verwirrt. Dann habe ich hier wieder meine ganzen scheiß Schlüssel. Ja, hier habe ich die eine Schriftrolle. Oha, da hat mir mein Stuhl geknackt. Nee. Ja, mein Stuhl ist ein bisschen im Eimer. Ich habe so einen Bürostuhl mit Rollen, ist ja klar. Allerdings ist bei mir eine Rolle kaputt. Die springt gerne mal wieder auseinander. Ist ein bisschen störend, wenn man ihn eigentlich immer wieder reparieren muss. Also irgendwie nur die Rollen wieder ans Metall stecken. Weil das Tempo, in dem es sich löst, ist doch recht kurz. Und es ist eher weniger das, worauf man Lust hat. Gut, habe ich wieder ein bisschen weggeschmissen, kann ich wieder ein bisschen mit mir rumtragen. Okay, und hier unten haben wir wieder Falma, ich erinnere mich. Ich erinnere mich zu gut. Ja, ich glaube mich gerade irgendwie, ich bin gerade so im Eimer, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich sagen soll. Warum nicht eigentlich noch auf, ne? Ich war das perfekte Partende. Wer ist da? Ich sehe doch, dass ich etwas gehört habe. Über beschädigte Bücher und nicht sagen soll. Einmal Ohren. Den ich aufnehmen kann. Mal sehen, was ihr könnt.